Spoštovane gospe in gospodje, geschätzte Damen und Herren. Herr Potocnik wird diesen Abend und morgen Sonntag an der Orgel sein. Meister Koschier aber wird uns die restaurierte Orgel jetzt vorstellen. Lepo vas vse pozdravljam, veseli smo in moramo se zahvaliti našemu urbanistu Jozeju Starcu, ki je seveda predlagal že od prvega trenutka, da naj obnavlja orgle gospod Košir. Gospa Brigitte Pesjak pa ga je našla preko interneta. Vidite, kako je danes vse to možno. Möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen allen, die Sie mit Ihren Spendenleistungen, mit den Bewirtungen und mit Ihren freiwilligen Arbeitsleistungen mit dazu beigetragen haben, dass wir heute Abend Melodien hören werden, hervorgebracht von diesem so besonderen Instrument der Orgel, die man ja zu Recht als die Königin der Musikinstrumente bezeichnet. Torej, hvala, ki ste karkoli naredili in bilo vas je veliko, da ste pri tej obnovi sodelovali, vsem se zahvaljujem. Kdorkoli ali je prostovoljno pomagal, ali karkoli skuhal, pa smo šli na kosilo, vsem se iskreno zahvaljujem. Po predstavitvi vas vse zares vabim, ampak res vse, ki ste tukaj, na srečanje na farno dvorišče ali v šotor, ne vem, kje bo pripravljeno, kjer bomo nazdravili obnovljenim orglam. V obnovljenih žitrajskih orglah je sedaj skupno 714 različnih piščali. 466 ekovinskih iz kositra in 248 desetih. Vsaka piščal ima svojo značilno barvo in je uglašena na ustrezno tonsko višino. Dispozicija orgel, izbor registrov, obsega 12 registrov, ki so razdeljeni na manual in pedal. Register je skupina piščali, iste vrste in tonske barve. Vsak register ima svoje značilno ime, ki je dopolnjeno s številko, ki pove, to je izraženo v čevljih, kako dolga je največja piščal v registru. Čevelj je zelo stara angleška mera za dolžino in znaša približno 30 cm. Če pravimo principal 8, to na primer pomeni, da je piščal najnižjega tona dolga 8 x 30 cm, to je 2,4 metra. Krajša, ko je piščal, višji ima ton. Die Sittersdorfer Orgel hat insgesamt 714 Pfeifen, 466 aus Metall und 248 aus Holz, von denen jede einzelne ihre eigene Tonhöhe und Klangfarbe hat. Der Klang entsteht in einer Pfeife dadurch, dass die Luft im Pfeifeninneren zum Schwingen gebracht wird. Die Pfeifen bilden 12 verschiedene Register, die in der Sittersdorfer Orgel auf Manual und Pedal verteilt sind. Als Register bezeichnet man eine Reihe von Pfeifen gleicher Bauart und gleichen Materials, somit auch gleicher Klangfarbe. Durch das Betätigen eines Knopfes bzw. Herausziehen eines Registerzuges wird eine solche Anordnung von Pfeifen spielbereit gemacht. Jedes Register hat seinen eigenen charakteristischen Namen, welcher von einer Zahl ergänzt wird. Diese sogenannten Fußzahlen stehen für die Länge der größten Pfeife eines Registers. Fuß ist ein altes Längenmaß von ca. 30 cm. Prinzipal 8 Fuß bedeutet also, dass der tiefste Ton bzw. die längste Pfeife
2,40 Meter lang ist. Je kürzer die Pfeifen werden, umso höher wird der Turm. V žitrajskih orglah so zastopane tri osnovne skupine registrov, in sicer principali, flaute in godala. Hinsichtlich ihres Klangcharakters werden Orgelregister auf folgende drei Gruppen aufgeteilt: Principale, Flöten und Streicher. Die Principale. Der Name dieser Registerfamilie stammt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie der Wichtigste. Folglich stellt ihr Klang das Rückgrat des Orgelklanges dar. Auf dem tiefsten Prinzipal werden weitere, höher liegende Prinzipalstimmen aufgebaut, wodurch eine ganze Prinzipalpyramide entsteht. Hrbtenica orgelskega zvoka tvorijo principali. Večji del glavnega piščalja principala 8 stoji v pročelju orgelske obale, kar je skladno tudi z njegovo vlogo, ki jo ima v zvočnem pogledu. Te piščali v pročelju so nove, izdelane iz kositra, tako kot so bile tudi izvirne. 8 največjih piščali tega principala pa je lesenih, ki stojijo takoj za temi vidnimi pročeljnimi piščalmi. Principal ima krepak, rahlo rezoč in pristen principalni glas. Principal 8 Fuß. Das Basisprinzipal im Manual der Sittersdorfer Orgel ist ein 8-Fuß-Prinzipal. Seine 8 größten Pfeifen sind aus Holz, weitere stehen im Prospekt des Orgelgehäuses, was durchaus die klangliche Bedeutung dieses Registers widerspiegelt. Piščali so samo za polovico krajše, zato pojejo kot povežene samo oktavo višje. Oktave 4 Fuß hat im Wesentlichen die gleichen Klangeigenschaften wie der zuvor beschriebene Principal. Die Pfeifen dieses Registers sind jedoch um eine Hälfte kürzer, weshalb sie eine Oktave höher klingen. Davon stammt auch der Registername. Ker so štirikrat krajše, pa pojejo dve oktavi višje. Principal 2 Fuß. Zwei Oktaven höher als der Basisprinzipal befindet sich ein Principal 2 Fuß. Öfters wird er auch Super Oktav genannt. In der Sittersdorfer Orgel wird er als Principal 2 Fuß genannt. Die Pfeifen sind gleich wie beim Principal 2 Fuß, nur viermal kürzer und klingen zwei Oktaven höher.
Kako dvočeveljski principal osvetli in poživi glavnega, bomo slišali v naslednji skladbi. Principal 8 Fuß und Principal 12 Fuß. Bei einem Klavier muss die Taste stärker gedrückt werden, um einen lauteren Ton zu erzeugen. Bei einer Orgel hingegen erreicht man das Gleiche durch das Zuziehen von höher liegenden Registern. Predvsem pri manjših orglah je včasih posamezni register težko izdelati kot čisti principal ali kot pristno flavto, flavte bomo slišali pozneje, ker mora register nastopati pogosto v obeh vlogah. Poiskati moramo umestno kompromisno rešitev. K takim registrom prištevamo v prvi vrsti o kvinto, dve tretjini. Kvinta je fizikalno gledano tretji ali kvotni ton v zvočnem spektru. Quinte 2/2 Drittel. Vor allem bei kleineren Orgeln ist es manchmal schwer, einzelne Register als reine Prinzipale bzw. Flöten zu bestimmen, da sie oft in beiden Rollen auftreten müssen. Zu solchen Registern zählt in erster Linie die Quinte 2/2 Drittel. Bei diesem Register handelt es sich aus physikalischer Sicht um den dritten Allegro-Ton, welcher diesen Teil des Klangspektrums verstärken und dem Orgelklang eine einzigartige Farbe verleihen soll. Kvinta se pri orgelski igri samostojno zelo redko uporabi, predvsem jo uporabljamo v kombinaciji z drugimi registri. Prisluhnimo, kako zveni skupaj z glavnim principalem. Principal in Quinte 2/2 Drittel. Quinte wird als Einzelregister sehr selten verwendet, aber fast immer in der Kombination mit anderen Registern. Hören wir zu, wie sie mit dem Hauptprinzipal klingt. Značilna barva, ki jo daje kvinta, še vedno ostaja močno prisotna. Tako kombinacijo registrov lahko imenujemo tudi mali orgelski pleno. Kleines organo pleno. Principal 8 Fuß plus Oktav 4 Fuß plus Principal 2 Fuß plus Quint 2/2 Drittel. Wenn wir den Klang, den wir jetzt gehört haben, mit einer Oktav 4 Fuß und Principal 2 Fuß verdoppeln, steht die Klangfarbe der Quint immer noch stark im Vordergrund. Thank you.
Še više od vseh dosedaj predstavljenih registrov pojem mikstura. Izraz mikstura pomeni mešani glasovi. Vsak ton v naši miksturi sestavljajo tri piščali, ki so med seboj uglašene v kvintah in v oktavi. Skupno je v registru 168 piščali. Miksture samostojno praktično ne uporabljamo, morda za kakšne posebne zvočne učinke, lahko pa jo vežemo z izbranimi registri, naprimer z glavnim principalom. Mixtur. Die Bezeichnung des Registers Mixtur stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet mischen, lateinis miscere. Bei einem Mixturregister erklingt pro Ton ein Pfeifenchor, meist aus mehreren Oktav- und Quinttönen bestehend. Erklingen auf einer Taste zum Beispiel drei Pfeifen, so spricht man von einer dreifachen Mixtur. Začimba v kulinariki in je nepogrešljiva predvsem kot zvočna krona na vseh predhodnih principalih. Kombinacija vseh principalov z miksturo kot zvočno krono na vrhu ima tudi svoje prav posebno ime. Imenuje se organo pleno. Organo pleno. Die Mixtur ist unentbehrlich vor allem als Klangkrone. Kombiniert mit allen Prinzipalen mit der Mixtur als Klangfarbe am Gipfel hat es einen eigenen Namen. Es wird Organo Pleno genannt. Orgelskih registrov v vaših orglah so flaute. Flautni registri imajo poln osnovni ton in so glede na principale bolj mehki in bolj blagi. V spodnji legi so flaute še temne in nejasne, v srednji legi pa postane njihov zvok že bolj okrogel. Flaute posebno v srednji zgornji legi izgovarjajo zelo lahko, zato so posebej primerne tudi za hitre in živahne glasbene linije. Za flaute pravimo, da imajo nasproti moškim principalom ženski značaj. Die Flöten. Die Flötenstimmen sind im Vergleich mit den Prinzipalen um einiges weicher und milder. Sollte man die Prinzipale als männlich bezeichnen, so stehen die Flöten mit ihrer Lieblichkeit und Weichheit die weibliche Dimension des Ortklanges dar. Gedeckt 8 je prvi predstavnik teh flaut. Kot pove že ime samo, so piščali pri tem registru pokrite. Izdelane so pretežno iz smrekovega lesa. Zvok tega registra je zelo ljubljak, pri hitrem igranju tudi poln energije. Uporabljamo ga samostojno, zelo lepo se veže tudi z ostalimi registri. V orglah je praktično nepogrešljiv register.
gedeckt 8 Fuß. Die Pfeifen sind am oberen Ende durch einen Deckel verschlossen. Dadurch ist der Ton um eine Oktave tiefer als bei einer offenen Pfeife derselben Länge. Die Pfeifen sind aus Holz. Das Holz verleiht dem Klang die Weiche. Čevljska flauta v žitrajskih orglah nosi dve orkester flöte 8 fus. Kot pove že ime samo, skuša register posnemati orkestersko glasbilo. Piščali so v spodnji oktavi pokrite, na vzgor po klaviaturi pa so odprte. Piščali so ozki, zato je temu primerno tudi zvok zelo nežen. Ta flauta je v celoti izdelana iz najfinejšega smrekovega in češnjevega oziroma orehovega lesa. Piščali imajo ustnice, obrnene na vznoter. Orchesterflöte 8 Fuß. Wie schon der Name allein sagt, versucht der Register das Orchesterinstrument zu verkörpern. Die Pfeifen sind in der unteren Oktave gedeckt und entlang der Klaviatur nach oben offen. Die Pfeifen sind schmal, daher ist der Klang lieblich. Orkestrska glasbila pogostejše kot v solistični vlogi nastopajo skupaj z drugimi glasbili. Orkestrski flauti si bo sedaj pridružil še gedekt. Gedekt 8 Fuß und Orchesterflöte 8 Fuß. Orchesterinstrumente werden meistens als Solospiel mit anderen Instrumenten verwendet. Der Orchesterflöte wird als gedeckt hinzugefügt. Delež lesenih piščali je glede na celotno število v žitrajskih orglah zelo velik. Od skupno 714 je kar 248 lesenih. To je več kot tretjina celotnih piščali. Tudi flauta 4 čevljek meri je v celoti izdelana iz lesa. Piščali so kvadratne oblike in precej široke. So odprte in zaradi širokih ustnic tudi bolj glasne in prodorne. Flöte 4 Fuß. Die Anzahl der Holzpfeifen ist in der Sittersdorfer Orgel sehr umfangreich. Von den gemeinsamen 714 Pfeifen sind 248 aus Holz. Dies ist mehr als 2/3 aller Pfeifen. Auch die Flöte 4 Fuß ist zur Gänze aus Holz. Die Pfeifen sind quadratisch und ziemlich breit und haben aufgrund ihrer Offenheit einen lauten und vollen Klang.
Če organist obvlada tudi posebno tehniko igranja, zmore ta flauta posnemati tudi zvonove. Mit einer speziellen Spieltechnik können wir mit der Flöte auch den Glockenklang nachahmen. Gedekt 8 in flauta 4 sta kot mama in hči v družini. Prisluhnimo njunemu pogovoru. Dialog Flöte 4 Fuß und Gedekt 8 Fuß. Flöte 4 Fuß und Gedekt 8 Fuß sind wie Mutter und Tochter in der Familie. Hören wir dem Gespräch der beiden zu. Smo do sedaj slišali predvsem posamično ter v solističnih vlogah in duetih. Z združevanjem registrov pa v orglah nastajajo tudi povsem nove barve. Združene flaute so največkrat tudi primerna podlaga za spremljavo petja pri bogoslužju. Alle drei Flöten zusammen. Flauten haben wir bisher nur solistisch und als Duett gehört. Mit dem Vereinen anderer Register entstehen andere Klangfarben. Diese sind maßgebend für die musikalische Begleitung beim Gottesdienst. Tretja skupina registrov v vaših obnovljenih orglah so godala. Že samo ime pove, da gre pri teh registrih za intonacijo, ki skuša biti sorodna z godalnimi inštrumenti. Skupna značilnost godalnih registrov so zelo ostre mezure piščali in blago rezoča mehka intonacija. Godalni registri so nepogrešljivi za romantično glasbo in meditativne elemente. Die Streicher gelten als dritte Registerfamilie innerhalb einer Orgel. Auch hier sagt der Name fast alles, da der Klang dieser Register jenem der Streicherinstrumente nicht unähnlich ist. Selezional je zelo nežen godalni register. Ime registra prihaja iz latinščine in pomeni vrbova piščala. 12 največjih spodnjih piščal je lesenih, naprej so piščali iz kositrove zlitine. Selezional 8 Fuß. Eine gemeinsame Eigenschaft der Streicher sind die eng mensurierten Pfeifen, sowie eine weich streichende Intonation. Ein typischer Vertreter dieser Familie ist das Selezional 8 Fuß. Sedaj bomo slišali sestavljen register in sicer salicionalu se bo pridružil še register Vox Celestis. Register Vox Celestis je uglašen rahlo više, kot je salicional,
kar poslušalci občutimo kot rahlo prijetno nihanje in valovanje. Zdi se, da ne prihaja glas iz orgel, marveč iz nebeških višav. Zato register Vox Celestis tudi poimenujemo nebeški glas. Salutational 8 Fuß und Vox Celeste 8 Fuß ergibt eine zusammengesetzte Stimme mit einem ganz speziellen Klang. Vox Celeste stimmt nicht ganz mit der Salutational überein, was der Zuhörer als leichte und angenehme Schwingung empfindet. Vox Celeste heißt wörtlich die himmlische Stimme. Že pri flautah smo slišali, kako za združevanjem registrov v orglah nastanejo povsem nove barve. To združevanje je včasih posebej vznemirljivo. Ker sta tudi obe osemčevelski flauti zelo nežno intonirani, se lepo veže, da tudi z obema godaloma. Poleg je tudi prijetno nihanje, kot bi poslušali godalni kvartet. Beide Flöten 8 Fuß und Salutational 8 Fuß und Vox Celeste 8 Fuß. Schon bei den Flöten haben wir gehört, wie sich der Klang beim Vereinen von anderen Registern verändert. Dieses Vereinen ist oft erregend. Nachdem die beiden 8 Fuß Flöten lieblich intoniert sind, verschmelzen sie wunderbar mit den beiden Streichregistern, als ob wir ein Streichquartett hören würden. Ki so disponirani v manualu, ki ga igra organist z nogami. Orgle pa imajo tudi pedal in sicer tega pa igra organist z nogami. In v pedalu so tudi najnižji orgelski toni in zato tudi največje piščali. V pedalu, v žitajskih orglah, sta dva registra. Ob prenovi smo pedal iz 20 pojočih tonov razširili na 27 tonov, zato je bilo potrebno izdelati dodatno sapnico, ki je v podnožju spodaj v orgelski omari in pa 14 novih dodatnih piščali. Vse piščali v pedalu so izdelane iz smrekovega lesa. Das Pedal. Im Pedal, das der Organist mit seinen Füßen betätigt, sind die tiefsten Töne und die größten Pfeifen. Im Pedal sind zwei Register. Bei der Restaurierung haben wir das Pedal von 20 auf 27 Töne erweitert. Deshalb mussten wir einen zusätzlichen Balk mit 14 Pfeifen anfertigen. Alle Pfeifen sind aus Fichtenholz. Oktavbas ima v pedalu podobno vlogo kot Principal 8 v manualu. Vendar, ker so te piščali bolj široke od onih v manualu, je tudi zvok oktavnega basa bolj poln in krepak. Oktavbas 8
Ausgabe wie der Hauptprinzipal im Manual. Nur sind die Pfeifen breiter als die im Manual. Sie klingen voll und kräftig. Se imenuje subbas in ta je sestavljen iz zelo širokih pokritih lesenih piščali. Prav zaradi pokrovov na vrhu piščali poje oktavo nižje od predhodnega oktavnega basa. V subbasu so najnižji orgelski toni, ta najnižji ton bomo potem tudi slišali. Subbasov rahlo zatemnjeni glas je nepogrešljiv pri orgelski igri in pri spremljanju petja. Služi kot nekakšen podstavek orgelskemu zvoku. Skupaj z oktavnim basom je prava podlaga pri manualnim registru. Super 16 Fuß. Der Super 16 Fuß besteht aus sehr breiten und gedeckten Pfeifen. Wegen der Deckel am oberen Ende der Pfeifen klingen sie eine Oktav tiefer als das vorherige Register. Im Supers ist der tiefste Orgelton. Und der leichte, dumpfe Ton ist beim Orgelspiel und bei der Gesangbegleitung unverzichtbar. Gemeinsam mit dem Oktavbass ist er eine wichtige Unterlage der Manualregister. Vse registre, ki se nahajajo v orglah, v manualu in pedalu, lahko organist tudi naenkrat uporabi. Da slišimo spodnje manualne tone tudi v pedalu, omogoča posebna mehanska zveza, ki je vgrajena v igralniku. Igro z vsemi registri imenujemo tuti. Za konec bo organist Tone Potočnik pokazal, kako orgle zvenijo v tutiju. To bo hkrati tudi test, kako dobra pljuča imajo orgle in kako deluje izboljšana oskrba z zrakom restauriranih in v pedalu razširjenih žitrajskih orgel. Alle Register, die sich in der Orgel befinden, kann man auch alle auf einmal verwenden. Dies ermöglichen spezielle mechanische Koppeln im Spieltisch. Das Orgelspiel mit sämtlichen Registern nennt man Tutti. Zum Schluss zeigt Ihnen Professor Tone Potočnik, wie die Orgel im Tutti klingt. Das ist außerdem ein ausgezeichneter Test, der uns zeigt, wie gut die Lunge, also die Windversorgung der restaurierten Orgel funktioniert.